Glas, das krümelt oder sich wie Gummi biegt. Die Grundstoffe Quarzsand und Kalkstein. Je nach Verarbeitung hat Glas dann ganz unterschiedliche Eigenschaften. Also durch den Härtevorgang, in dem das Glas auf sehr hohe Temperatur, auf ca. 600 Grad erhitzt wird und dann wieder sehr rasch abgekühlt wird, wird die Struktur im Glas eben so verändert, dass wenn es bricht, in sehr kleine Krümelchen bricht, beziehungsweise wird auch die Festigkeit des Glases erhöht. Und dadurch bricht auch das Glas viel später. Also es lässt sich viel, viel mehr verformen wie ein normales Glas. Das alles passiert in dieser Maschine, beim Fensterhersteller Internorm in Traun. Engelbert König zeigt, was mit Glas alles möglich ist, etwa Einbrecher abwehren. Da ist das Glas so aufgebaut, dass also zwei Scheiben mit Folien verbunden werden und dadurch wird praktisch verhindert, dass man also durch das Glas durchdringen kann. Es zerbricht, aber sie kommen nicht durch, also es entsteht kein Loch. Das heißt, die kaputte Scheibe bleibt in der Folie hängen und sie können nicht durch die Scheibe durch. Fenster kippen und öffnen, das geht elektronisch. Fenster beschatten und lüften selbstständig oder lassen sich mittels iPad bedienen. Internorm hat dazu eine eigene iTech-Serie entwickelt. Bald soll aber noch mehr möglich sein. Visionen vom Zukunftsfenster gibt's bereits. Sie können am Fenster Computer arbeiten, Sie können am Fenster Ihre Musikvideos anschauen, etc. etc. Beim Küchenfenster spülen Sie sich das Rezept ein, was Sie gerade kochen. Wenn Sie in einer Stadt wohnen und Ihnen schaut da der Nachbar rein oder Sie möchten dem nicht unbedingt beim Duschen zuschauen, dann spülen Sie Ihnen einfach den Blick rein, den Sie haben wollen. Begonnen als Schlosserei ist Internorm heute österreichischer Marktführer bei Fenster und Türen. Den Durchbruch brachte ein Kunststofffenster. Mein Großvater war der Erste, der in Österreich sich an das Material Kunststoff herangewagt hat. Und jetzt sind wir europaweit tätig, im Moment 24 Ländern. 1800 Mitarbeiter arbeiten für den Fensterhersteller. Die meisten hier in der Zentrale in Traun. Ein neues Bürogebäude musste her und das ist großteils verglast. Wir haben auch unsere Prototypen für neue Produkte immer in Anwendung und spüren selbst die Vor- und Nachteile. Nur so kann ich überzeugt Produkte von Internorm verkaufen. In Österreich gibt es keinen Flachglashersteller, deshalb bezieht Internorm Glas weltweit. In Traun wird dann aus einer einfachen Glasscheibe Isolierglas. Also Isolierglas besteht eben aus mehreren Scheiben, in der Regel heute aus drei Scheiben. Übrigens, durchsichtig wird Glas erst durchs Erhitzen. Bei 1200 Grad erstarren die beweglichen Atome. Licht kommt dann leichter durch. Mehr Infos unter internorm.com.